Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Assassin's Creed Odyssey. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wollten endlich unsere Mission hier nachgehen. Und das werden wir jetzt auch tun. Göttin des Krieges und der Weisheit. Hoffe ich. Ich weiß nicht, ob sich da noch irgendwas in den Weg stellen wird, aber scheinbar werden wir da groß suchen müssen. Immer dieses Rumgekletter hier. Oha, fast draufgegangen. Finde und befreie Kleons Boten. Heremos wurde in Attika entführt. Es geschah unweg des Zentrums des vernarbten Bergs Pentelikon. Wahrscheinlich wird er im Marmorsteinbruch des Pentelikon gefangen gehalten. Okay. Ich sehe einen Baum. Ich sehe noch einen Baum. Der Bote, er wird in diesem Lager gefangen gehalten. Tja, dann ändern wir das doch, wa? Will ich einem Kampf entgehen, muss ich versteckt bleiben. Hat ja gut funktioniert, unsere neue Attacke. Was haben wir? 5 Schätze, ein Rätsel, 2 Gefangene. Ach du Scheiße. 1, 2, 3, 4. Da ist die Stange. Da ist der 5. Versuchen wir mal unser Glück.
Das gehörte schon wieder gar nicht dazu, oder? Warte mal, 1, 2, 3, 4. Am Pentelikon findet man den reinsten Marmor der griechischen Welt. Ich hörte, der Parthenon besteht daraus. Schön, dass die Gefangenen hier bewacht werden. Hilfe! Ist da jemand? Athena, Donesti. Die Götter müssen dich zu mir geführt haben. Ich danke dir von Herzen. Euphion! So, mehr kann ich nicht machen. Die mich da umsehen? Scheinbar nicht. Griechische Welt. Attika, suchst du die beste Aussicht auf die Akropolis? Einige glauben, man findet sie im Tempel des Hephaistos, aber wenn du von dort nach Süden gehst, findest du mich auf einem Altar mit Opfergaben zwischen zwei Säulen, die das Bild perfekt einrahmen. Hier finden Sie mich nicht. Keine Chance noch zu reagieren. Nach Meldung, Soldat. Hier bei mir ist es nicht. Keine Müdigkeit, Forscher. Ja. Eindringlich.
Alter, ihr hartnäckigen Wichser! Anscheinend komme ich zu spät für Eremos. Kleons Bote war nicht der einzige Gefangene. Vielleicht kann ich denen auch helfen. Ah, guck, den habe ich sogar schon rausgebracht. Ha! Vorgearbeitet. Habt ihr gesehen, mit der Zähne hat er sich gerade festgehalten. So, da unten ist noch ein Links. Was? Der Ort ist ready. Schön, wie wir vorgearbeitet haben und den schon rausgeschleppt haben, ne? Danke. Meine Beine. Du wirst mich tragen müssen. Und wie weit? Hab Dank. Ich muss zu meinem Schiff. Ich bezahle dich gut. Wer bist du? Sag mir, wer du bist. Schiffsführer Ono Makles. Ich bin auf einer Mission. Und ich muss hier dringend raus. Was für ein Schiff? Du hast ein Schiff?
Ja, ich kam an Land, um einen Verbündeten zu treffen. Er genießt die spartanische Gastfreundschaft am Ende eines Stricks. Heramos? Ich kam her, um ihn zu retten. Wir können die Mission beenden, wenn du mir hilfst. Wir sterben, wenn wir jetzt nicht verschwinden. Spartanische Patrouillen könnten uns jederzeit finden. Du hast recht. Wir müssen zu meinem Schiff. Ich bring dich zu deinem Schiff. Zeig mir einfach nur die Richtung. An der Küste. Südlich des Strandes von Marathon. Warum ist dieses Schiff so wichtig? Es ist nicht das Schiff, sondern die Fracht. Sie muss ihr Ziel erreichen. Was hat es denn geladen? Ich bin dir dankbar für deine Hilfe. Doch das sage ich dir lieber nicht. Wieso nicht? Glaub mir einfach. Was wir tun, dient der Sicherheit und der Zukunft von Athen. Die Mission muss Erfolg haben. Meine Bezahlung hängt davon ab. Also glaub mir, das wird sie. Ah, lang. Mach's dir gemütlich da hinten, mein Freund, ne? Aber nicht den Lederarsch vollkotzen. Nein, nein! Oh, ich dachte schon tot. Bleib stehen! Deiner Mannschaft erging es ebenso wie dir. Ich werfe Heremos nicht vor, dass er uns verrät. Denen aus Sparta fehlt jedes Mitgefühl. Bleib hier. Ich töte die Spartaner, zerstöre ihre Schiffe und befreie deine Leute. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Sollen wir mal probieren? In Deckung! Schnell! Die Pfeile wurden von dort geschossen. Ich finde den Schützen. Ich muss den Schützen finden. Die Pfeile kamen von dort drüben! Hast du was gesehen? Gar nichts. Aber wie? Bleib wachsam. Die Gefahr ist nicht vorüber. Aber ja! Können wir gleich eigentlich gegen alle kämpfen? Super Typen, alle auf denselben Trick reingefallen. Ich hab das Gefühl, er ist noch. Was? Wer pfeift da? Schon mal die ersten. Ich danke dir, Götter.
Das ist das mein Schiff, oder? Die pennen da einfach alle. So, was kann man verbessern? Nochmal den Rumpf? Oder die Panzerung vielleicht, ne? Achso, geht nicht. Was sagt unser Inventar? Oh, wir haben wieder ein neues Schwert. Auch schön. Ja, was gibt's denn hier noch? Da. Neuen Bogen. Oh, der sieht cool aus hier, ne? Schwarz und so. Viele, viele bunte Smarties. Ne? Gut, nur ein Schuh. Ich habe einen Auftrag an die Schiffstafel gegeben. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Willkommen zurück! An Bord liegt eine Nachricht für dich. Sie kommt von den Delischen Inseln. Einer der Kultisten ist Lord Alexios. Sein Name ist Odarkes. Du liest meine Nachrichten, Barnabas. Ich habe nur mal reingelegt. Hast du in Athen gefunden? Wie jetzt? Feile bereit! Vorwärts! Ach, ah ja, da ist sie. Penner. Ab, Junge. Stark, Aja. Wieder zurück zu dem Typ, ne?
Frag es nicht. Schön. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Es geht nur um die Fußarbeit. Du hast Athen einen großen Dienst erwiesen. Bei meiner Rückkehr werde ich das lobend erwähnen. Nun, du sagtest was von Bezahlung. Mehr als das. Du hast dir die Gunst einiger wichtiger Personen verdient, wenn sie erfahren, was du getan hast. Das könnte nützlich werden. Beziehungen schaden ja bekanntlich nur dem, der sie nicht hat. So wie es derzeit in der Welt läuft, brauchst du sie mehr denn je. Wie meinst du das? Ich habe genug gesagt und mein Schiff wartet. Vielen Dank, Söldner. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Okay. So, zurückkehren zu wem? Warum habe ich denn den Turm nicht geholt? Verdammte Kacke. Pferdchen. Oh, nicht darunter. Alpha-Tier erlegen. Nichts über einen schönen dunklen Wald. Und wieder auf den Kopf klettern. Ach, hier bin ich aber vorbeigeritten. Wo geht mein Pferd hin? Gut. Kehre zu Kleon zurück. Kleon. Was haben wir hier? Ein Freund in Not. Machen wir den doch erstmal, oder? Aber nächste Folge, Freunde. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Lasst mir gerne was da. Ich würde mich freuen. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.